Grüß dich, mein Name ist Sebastian und wir sind hier bei mir in der Werkstatt und ich baue gerade ein etwas größeres Projekt. Und da kam mir die Idee, ein Video zu machen über das Thema Werkbank. Also es gibt schon ein, zwei Videos, wo ich beispielsweise eine selbstgebaute Werkbank mit einer gekauften Werkbank vergleiche, also Vor- und Nachteile, was sich eher lohnt für ja, entweder kaufen oder selber bauen. Und heute geht es darum, besser gesagt, mir ist es eher aufgefallen beim Bau von diesem größeren Projekt, dass ich in der Vergangenheit ja ein, zwei Fehler gemacht habe, aber auch Sachen, die dafür sprechen. Es geht ganz speziell um das Thema, wie hoch muss deine Werkbank sein oder wie hoch sollte deine Werkbank sein. Sie sieht beispielsweise hier, habe ich eine Werkbank, eine multifunktionale Werkbank quasi, die ich von der Höhe her verstellen kann. Das heißt, ich kann hier Holz ablegen, kann das von A nach B rollen, kann die Werkbank, je nachdem, wenn ich jetzt hier ein Möbelstück beispielsweise aufarbeite, mir dementsprechend auf meine Arbeitshöhe anpassen. Habe natürlich dann auch weniger gesundheitliche Probleme, Rückenprobleme. Und darum soll es heute gehen. Wie hoch sollte so eine Werkbank sein? Soll ich fest installierte Werkbänke haben? Soll ich mobile Werkbänke haben? Das alles werden wir in diesem Video besprechen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. So, ich bin nämlich gerade dabei, ein richtig, richtig geiles Projekt zu machen. Und zwar geht es um einen Leuchtturm. Machen wir erstmal kurz die Luftfilter aus. Und zwar bin ich gerade dabei, man sieht es hier schon im Hintergrund, meine Absturzsicherung zu bauen für meinen Leuchtturm. Video dazu bzw. Playlist verlinke ich dir mal hier. Und dieses Video, du wirst dich wahrscheinlich wundern, hey, es ist ja wieder mitten im Sommer und wir haben gerade Herbst oder was ich was Winter. Ich nehme es jetzt einfach mal mit. Ich halte einfach diesen Moment mal fest, weil mir was aufgefallen ist. Und zwar ganz gezielt zum Thema Werkstattwagen, mobil, nicht mobil. Wie hoch soll das Ganze sein? Und jetzt kann ich euch anhand vieler Beispiele einfach zeigen, dass du den richtigen Weg für dich findest. Dieses Schmuckstück hier, das kennen wahrscheinlich ganz, ganz viele von euch und wurde auch schon ganz, ganz oft nachgebaut. Das Ding habe ich vor ein paar Jahren mal gebaut und ich habe es bewusst auf Rollen gebaut. Ihr könnt es hier sehen, 4 Rollen mit einem Durchmesser ungefähr von 60, ich glaube 80 mm mit 4 Feststellbremsen. Und das Ganze ist mobil. Das heißt, ich kann jetzt hin und her rollen. Und wie ihr seht, ist es auch sehr, sehr nützlich, denn ich muss nämlich jetzt hier eine lange, lange Bohle auf Länge sägen. Die hat eine Länge von 5 Meter und es war gar nicht so einfach, das Ganze in die Werkstatt zu tragen. Und ich bin jetzt dankbar, dass ich das Ganze mobil gebaut habe und so ein Stück von der Wand wegziehen konnte. Ihr seht jetzt hier hinten, ja, ziemlich zugemüllt, aber ich bin jetzt hier nicht mehr bündig dran, sondern ich habe die ein Stück weggezogen, dass ich das Stück, was ich jetzt sägen möchte, dass ich das da hinten auf der nächsten Werkbank ablegen kann. Jetzt seht ihr, okay, wir haben jetzt überall eine Höhe. Das macht nämlich sehr, sehr viel Sinn, wenn man jetzt mal längere Sachen absägen möchte. So, ihr seht ja schon mal den ersten Punkt. Okay, wir sind mobil. Das heißt, ich kann meine Werkbänke einfach hin und her schieben, so wie ich sie brauche. Hätte ich jetzt eine feste Werkbank, ja, eine feste, wie so eine Einbauküche hier installiert, gibt es ja auch ganz, ganz beliebt. Das heißt, ich habe meine Tischkapp- und Gärungssäge hier installiert mit einer ganz, ganz langen Werkbank. Ja, wenn ich den Platz habe, kann ich da locker 5 Meter hinlegen, aber wenn es wie beim hier irgendwie, ich möchte den Raum nutzen, habe nicht so viel Platz, ja, dann geht das nicht, dann bin ich irgendwo blockiert. Wenn die jetzt fest installiert gewesen wäre, hätte ich beispielsweise jetzt hier kein Brett auf 2,50 Meter Länge oder 5 Meter Gesamtlänge einmal in der Mitte aufteilen können. Das gleiche gilt auch hier für meine multifunktionale Werkbank. Die habe ich damals auch gebaut auf Rollen. Das sind genau die gleichen Rollen. Die kannst du nämlich mit einer Feststellbremse festsetzen. Und genau gegenüber haben wir meinen Abrichtdickenhobel. Der ist nämlich auch auf Rollen. Das sind nämlich ganz, ganz andere Rollen. Da der Tisch ja sehr, sehr sicher einen festen Halt haben muss, wenn ich damit hobel oder abrichte, habe ich mich dafür für klappbare Rollen entschieden. Die sind ganz, ganz einfach von der Bedienung. Das heißt, ich gehe jetzt hier mit dem Fuß drauf und dann geht das Ganze hoch. So, dann kann ich das Ganze hin und her rollen. Wenn ich das senken will, klappe ich die einfach um und dann steht das Ganze fest auf dem Boden. Und bei meiner multifunktionalen Werkbank ist es auch so, ich habe hier gerade eben Bohlen aufgetrennt, also 5 Meter lange Bohlen. Habe daraus 2 gemacht quasi,
Wie gesagt, das wird eine Absturzsicherung für den Leuchtturm. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Und die baue ich halt komplett selber. Und da musste ich halt diese Bohlen auftrennen, weil ich brauche am Ende 5 Meter lange, ja, eine 5 Meter lange Absturzsicherung. Das haben wir nämlich hier. Und die sollte möglichst in 1 sein. Und da war das sehr, sehr praktisch, dass ich meine Werkbank einfach hin und her rollen kann. Die hat normalerweise hier einen festen Platz. Man sieht es auch an der Späne. Da steht sie normalerweise. Aber dank, dass die mobil ist, kann ich sie einfach hin und her rollen. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großer Pluspunkt. Ich kann diese Werkbank einfach hin und her rollen. Hätte ich jetzt eine fest installierte Werkbank gehabt, dann wäre das Ganze nicht so einfach gewesen. Ich hätte mir wahrscheinlich was überlegen müssen. Ich hätte mir wahrscheinlich was Fertiges bestellen müssen, draußen sägen und. Also ich hätte einen Haufen Arbeit gehabt und so schiebe ich das Ganze hin und her. Und natürlich hast du nochmal einen Vorteil, du kannst da drunter auch mal sauber machen, ohne Probleme, schiebst du die Werkbank mal weg. So, jetzt kommen wir zur Werkbankhöhe. Da wurde ich auch ganz, ganz oft gefragt. Also das waren so die ersten Videos mit unter anderem, wie gesagt, die Werkbank habe ich komplett selber gebaut. Diese Kappsägestation auch. Und da hinten die Werkbank auch. Und die haben alle eine Höhe, 1 Meter, exakt 1 Meter. Und ich komme damit heute, ja, ich würde sie wahrscheinlich nicht mehr so hoch bauen, weil ich merke mit dem Alter, dass ich einen kleinen Ticken kleiner werde. Vielleicht 1 Zentimeter, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wirst du mit dem Alter kleiner und ich merke, die sind schon einen kleinen Ticken zu hoch. Also ich komme da wirklich an meine Grenzen. Ich habe das einen kleinen Ticken zu hoch gebaut, vor allem für Steffi. Weil Steffi ist ein bisschen kleiner als ich. Das heißt, sie hat ein paar Probleme daran, vernünftig zu arbeiten. So, wie finde ich jetzt meine perfekte Werkbankhöhe raus? Es ist wichtig, wenn du dich für ein Maß entscheidest, dass du das auch wirklich beibehältst. Das heißt, wenn du jetzt sagst, meine Werkbank hat 95, dann sollte auch alle anderen Werkbänke, die du baust oder Werkmöbelstücke für deine Werkstatt 95 cm haben. Das hat den Hintergrund, dass du die oder die Werkbank mal mit einbeziehen kannst und dein Werkstück einfach mal da und mal da ablegen kannst. Dadurch hast du viel, viel mehr größere Fläche und es erleichtert dir einfach das Werkeln. Du kannst natürlich auch so einen multifunktionalen Arbeitsblock dir holen auf Rollen. Den kannst du auch nutzen, aber warum nicht gleich alles auf eine Höhe bauen? So, wie finde ich das heraus? Ich habe damals bei mir geguckt, warte, nehmen wir mal hier einen Schleifer. Ich habe jetzt bei mir geguckt, dass ich, wenn ich schleife, dass ich halt gerade stehen kann und dass ich bequem schleifen kann, ne, oder arbeiten kann. Wenn ich jetzt hier arbeiten möchte, dann merkt ihr schon, dass ich so leicht runtergehen muss, also in einer gebückten Haltung. Und wenn ich jetzt hier Werkbank oder irgendwas schleifen sollte, eine Bohle oder irgendwas stundenlang, in den 10 Minuten, also wenn du mal was Kurzes schleifen willst, dann merkst du es nicht. Aber wenn ich jetzt die ganze Zeit hier schleife, du merkst, ich stütze mich hier schon mal mit meiner Hand ab, damit es angenehm für meinen Rücken ist. So, und das ist halt die falsche Höhe. So, jetzt sagst du natürlich, hey, du hast ja hier deine fertigen Werkbänke. Und ja, das ist ja nicht eine Höhe. Ja, richtig. Ich habe mich dafür damals entschieden, dass ich das einfach als Werkbank, als Staufläche nutze, weil hier wirklich ganz, ganz viele Schubläden sind. Und ich das einfach als Ablagefläche nehme. Ne? Meine Flex hinstellen, meinen Schleifer. Mal hier seht ihr einen Eimer mit ganz vielen Schrauben drin. Und ich habe auch hier einen kleinen fahrbaren Roller, also einen fahrbaren Hocker, kein Roller. Und damit setze ich mich ganz oft hier drauf und arbeite dann auch. Das heißt, ich passe meine Höhe auch wieder an. Hier kann ich wirklich problemlos arbeiten und es tut mir nicht weh. Das ist eigentlich die ideale Höhe. Aber wie gesagt, ich merke jetzt mit der Zeit, die könnten ruhig 95 cm haben. Und so, mit diesem kleinen einfachen Trick, kannst du deine Arbeitshöhe ganz einfach herausfinden. Im Übrigen, für diese Werkbank, da gibt es auch ein Video drüber, Werkbank kaufen oder selber bauen, da berate ich dich so ein bisschen, das werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Kommen wir mal jetzt zu einer ganz, ganz anderen Werkbank, die gehört nämlich Steffi, das ist nämlich diese hier. Und die ist so ein bisschen zugestellt, das ist meine Schuld, also hier stehen so eine Menge Projekte, die in den nächsten Wochen online kommen. Und bei dieser Werkbank ist halt das Schöne, dass du die Werkarbeitshöhe dir einstellen kannst, dank der Hubvorrichtung. Das heißt, wenn du mal ein Möbelstück hast, beispielsweise du baust einen Schrank, der hat die Höhe, du willst aber oben schleifen, es ist ja auch wieder sehr, sehr schwer, da oben zu schleifen, kannst du das einfach bequem auf- und abpumpen,
Das heißt, du kannst diese Werkbank hier bequem deinen Arbeiten anpassen. Aber ich gebe zu, das hat natürlich nicht jeder, vor allem nicht das nötige Kleingeld für so eine tolle Werkbank, die man von der Höhe her verstellen kann. Meistens ist es halt was fürs Gewerbe, wenn ich jetzt wirklich tagtäglich damit arbeite, ist es wirklich sehr, sehr rückenschonend. Das Ganze ist auch mobil, kannst du von A nach B rollen. Und ja, kann ich absolut empfehlen. Der das nötige Kleingeld hat, ein Video dazu findest du auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Und das war es auch gewesen von diesem Video. Ich wollte dich mal ganz kurz mitnehmen, dir das mitteilen, weil so sehen die meisten die Werkstatt sehr, sehr wenig, weil ich schneide das einfach raus dann, ne? Und mir ist es jetzt aufgefallen und ich dachte, ich nehme euch mal jetzt mal mit und kann es anhand der Beispiele mal zeigen. Ein kleiner Tipp für dich, für deine Werkstatt, wenn du noch nicht aufgebaut hast, wenn du gerade mittendrin bist. Ansonsten werde ich jetzt schön weitermachen mit der Absturzsicherung. Ich habe mir nämlich hier ein paar Pfosten bestellt. Die sind nämlich verzinkt und daran wird das Ganze dann montiert. Und das Video dazu, wie ich diesen Leuchtturm baue, ja richtig, ich baue einen Leuchtturm. 4 Meter hoch auf ein Fundament, das schon 4 Meter hoch ist, direkt am See. Wenn du auf Bock hast, dann schau dir hier das Video an. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao.